hallo ihr Lieben. Wir sind auf einem weiteren Roadtrip durch Amerika, Las Vegas, wie auch immer. Und ihr wundert euch sicherlich, was das hier ist, denn ich sehe etwas anders aus als in den anderen Videos. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz, was ich da beim Friseur habe machen lassen. Meiner Meinung nach sind ja die Amerikaner die besten Friseure, was Färben und so weiter angeht. Deswegen kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, hier in Las Vegas auch zum Friseur zu gehen, um meinen doch wirklich nicht mehr sehr schönen Ansatz nachzufärben. Und das mache ich jetzt. So, wir haben jetzt schon die Haare gefärbt, wie ihr seht. Und da seht ihr meine Friseurin, die Mandy. What's your name? Was it Mandy? Maddie. Oh, okay. So sorry. It's Maddie. Sie hat einen fantastischen Job gemacht. Und ja, jetzt werden wir noch schneiden und föhnen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ist wirklich ganz, ganz toll geworden und wir haben auch die Stufen ein bisschen bereinigt, sodass wenn ich sie jetzt mit dem Glätteisen style, ja, sie einfach wieder viel besser aussehen und ja, die grauen Haare sind weg hier, alles super, Maddie hat es ganz toll gemacht. Dankeschön, Maddie, thank you. Ja, ich bin ganz verliebt in meine neuen Haare, wirklich, wirklich sehr, oh, das Rot hier, wirklich sehr schön geworden, also das war eine sehr gute Investition, auch gar nicht so teuer, wie ich dachte. Also es war absolut so, wie ich in Deutschland auch bezahlen würde. Sehr, sehr geil. Ja, so kam es dann zu der neuen Frisur. Ich bin super happy, sieht auch jetzt im Sonnenlicht sehr, sehr schön aus. Und wir sind jetzt auf dem Weg ins Valley of Fire, um uns mal wieder schöne Steine anzuschauen, wie schon im Red Rock Canyon. Und ja, da nehme ich euch heute mit hin. Schön. Also über die Kamera kommt es natürlich immer nur halb so schön rüber, wie es in echt war, aber wir sind noch ganz ergriffen. Es war wirklich, wirklich toll. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück nach Las Vegas, allerdings nicht über den Highway, so wie wir gekommen sind, sondern über die Panoramastraße am Lake Mead entlang. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das aussehen wird. Was wirklich unglaublich ist hier in der Wüste, ihr hört nichts.
Es ist hier so dermaßen still. Ich hoffe, wir können das jetzt auf Kamera mal aufnehmen. Hier geht kein Wind, kein Lüftchen. Das Einzige, was man hört, sind Autos, die vielleicht vorbeifahren oder Düsenjäger. Das ist super ungewohnt, wenn man aus so einer lauten Zivilisation kommt, wie es die unsrige ist.